Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Dampferhimmel. Mein Name ist Philgut und ich grüße euch. Ja, ihr seht, wieder mit der alten Cam des Laptops. Die neue Cam hat irgendeinen Schaden, die nimmt nicht mehr sauber auf und verstolpert sich ständig. Na egal, geht auch so. So, ich möchte euch heute vom VMod XL berichten. Das ist ein Bottom Feeder aus den USA. Ich zeige euch erstmal das Set, das ich gekriegt habe. Das sieht so aus. Das Gerät wird gebaut von Vapage.com. Ich habe meins von eifeldampfer.de gekriegt. Es ist also auch in Deutschland zu kaufen. So, wenn wir da reingucken, sehen wir erstmal hier das eigentliche Gerät, also den VMod XL. Hier unten, da ist ein Ersatzfläschchen dabei. Hier einen zweiten Verdampfer. Einer sitzt bereits auf dem Gerät. Und auch Drip Tips habe ich hier noch eins. Da gibt es ein kurzes und ein langes dazu. Also es ist ein ganzes Set, was man da kriegt. Gut, gucken wir uns diesen VMod XL mal an. Ihr seht, hier steht groß drauf Vapage und VMod XL. Ist aber relativ diskret von den Farben her, also ist jetzt nicht störend. Das ist silber anodisiert. Bei Eifeldampfer gibt es die auch noch in schwarz. Bottomfeeder sind in den USA ja schon seit längerem sehr, sehr beliebt und ein eigentlicher Renner. Und nun schwappt diese Welle auch auf Deutschland und auf Europa rüber. Ich habe euch schon berichtet vom Rio Grande und Rio Mini. Also das Video könnt ihr euch nochmal ansehen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Auch ein Bottomfeeder in einer ganz außergewöhnlich guten Qualität, aber auch zu einem hohen Preis. Also der kostet in Deutschland um die 160 Euro. Dieses Gerät, also dieses ganze Set, das ich euch gezeigt habe, kostet bei Eifeldampfer 89 Euro. Also das ist schon ein riesiger Unterschied preislich. Wollen wir doch mal schauen, ob sich das auch in der Qualität niederschlägt. Wir schrauben das Gerät erstmal auseinander. Oben, wie gesagt, ist ein Drip-Tip weg. So, jetzt haben wir hier einen Cone, den man wegschrauben kann. Da sieht man auch, da sind die Luftlöcher drin. Also die Luft kommt hier durch den Cone zum Verdampfer. Und dieser Cone, der hält das eigentliche Gehäuse. Also wenn der weg ist, dann kann ich das Gerät öffnen. Jetzt habe ich einerseits hier diese Aluminiummülle. Die ist sehr, sehr dünn. Also da ist wirklich nicht viel dran. Da hat man ein bisschen gespart. Allerdings muss man sagen, ist ja nur ein optisches Teil. Und ja, dafür reicht es eigentlich. Es gibt in den USA, könnt ihr mal gucken, bei Vapage.com gibt es auch noch andere Farben, die man, in denen man sich das Cover kaufen kann. Dann hier die Innereien. So sieht das aus. Also wir haben hier ein Fläschchen. Das kann man rausschrauben, füllen, wieder reinschrauben. Auffallend tut, dass hier kein Schlauch drin ist. Normalerweise bei Bottomfeedern ist ein Schlauch drin und das Liquid wird von ganz unten nach oben in den Verdampfer eingespritzt. Das ist ja übrigens für die, die noch nicht wissen, was ein Bottomfeeder ist, das ist eigentlich der Witz. Also oben ist keine Watte oder irgendwas beim Verdampfer involviert, sondern das Liquid wird direkt unten, von unten in den Verdampfer eingespritzt. Dann haben wir hier den Akku, der Akku 18650er, sehr mühsam rauszunehmen. Allerdings auch beim Rio. Ich verzweifle jedes Mal fast. Man kriegt den einfach nicht sauber raus. Ich hätte mir da eine Aussparung da hinten gewünscht, wo man den rausschieben kann. Aber wie gesagt, das Problem ist auch beim Rio und auch bei anderen Boxen, die ich habe, besteht dieses Problem. Vielleicht bin ich ja auch einfach zu blöd und krieg's irgendwie nicht sauber hin. Kann auch sein. Also wer einen Tipp für mich hat, Dankeschön. Dann der Taster. Seht ihr hier? Den kann man übrigens drehen. So. Jetzt ist der blockiert und kann nicht feuern. Wieder zurückgedreht. Jetzt greift er direkt, seht ihr, auf den Pluspol zu. Es ist also ein mechanischer Taster. Ist alles aus Plastik, auch der Taster. Wobei, ich meine, wenn er mechanisch ist, allzu viel sollte da nicht kaputt gehen, hoffe ich mal. Der Minuspol wird mit einem Draht direkt zum Verdampfer hochgeführt. Ist also auch ein komplett mechanisches Gerät. So, jetzt hier oben der Anschluss. Sie nennen das ein Zweikammersystem. Ich zeige euch wieso. Hier ist nämlich noch ein Cone drauf.
Der sieht so aus und der soll verhindern, dass Liquid austritt oder dass zu viel Liquid hochkommt. Machen wir wieder drauf. Ist natürlich ein normaler 510er Anschluss, also es passt alles drauf, was 510 hat. So, jetzt bauen wir wieder zusammen. Und ich zeige euch mal, wie es dampft. Jetzt können wir erst noch kurz in den Verdampfer schauen. Was jetzt hier drauf ist, das ist der Silo-Verdampfer. Die nennen den so Silo mit 2,2 Ohm. Jetzt gucken wir hier rein. Und was sehen wir? Wir sehen Watte. Ja, das ist ja ungewöhnlich, werdet ihr sagen. In einen Verdampfer gehört eigentlich keine Watte. Das ist ja dann eher ein Cartomizer. Und tatsächlich ist das auch so. Also das ist ein Anfängerverdampfer für Leute, die noch nie einen Bottom Feeder gehabt haben. Und zwar, diese Watte kann ein bisschen Liquid zwischenspeichern. Das macht es sehr einfach mit dem Feeden. Da kann man auch mal zu viel hochspritzen. Da wird dann nicht gleich überfüllt oder überlaufen. Also sehr gut zum Üben, dieser Silo-Verdampfer. Ja, dann dampfen wir einfach mal. Und der ist gar nicht so schlecht. Für 2,2 Ohm. Natürlich ist der Geschmack nicht perfekt rein, weil halt Watte involviert ist. Aber ist ein guter Verdampfer, um anzufangen mit einem Bottom Feel. So, jetzt nehmen wir mal den zweiten Verdampfer, der mitgeliefert wird. Das heißt, wir nehmen das Silo runter. Hier muss man übrigens den inneren Cone nicht unbedingt wegnehmen. Das kann man direkt wieder raus- und reinschrauben. So. Das ist ein Hybridverdampfer. Und wenn wir da reingucken, weiß ich jetzt nicht, ob ihr was seht. Da ist ein Keramiktöpfchen drin, in dem der Wendel liegt. Soweit so gut. Aber rund um dieses Töpfchen herum ist Edelstahlsieb. Das heißt, auch dieser Verdampfer kann eine gewisse Menge Liquid zwischenspeichern. Also auch dieser Verdampfer ist gut geeignet, um anzufangen. Wenn ihr mit dem Silo sehr gut klarkommt, dann könnt ihr auf diesen Hybridverdampfer wechseln. Der hat 2 Ohm, also ein bisschen weniger, und das merkt man schon. Auch ein guter Verdampfer, wirklich. Jetzt kommen wir zum Feeden. Wenn man merkt, dass langsam das Liquid knapp wird, dann muss man ja, hier unten kann man aufs Fläschchen drücken und das Liquid schießt nach oben. Nun, hier beim V-Mod ist das etwas anders. Ich habe euch gezeigt, da ist kein Schlauch drin. Das heißt, das Liquid kann nicht einfach so hoch gelangen, sondern man feedet über Kopf. Das ist für mich ein bisschen ungewöhnlich, weil ich es bisher nicht so gewohnt war. Aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Es gibt noch einen Trick, um anzufangen. Drehen, zurückdrehen und drücken. Und dann ist eigentlich bereits wieder genug Liquid oben, damit man weiter dampfen kann. So, funktioniert einwandfrei. So könnt ihr nichts überfüllen. Also drehen, zurückdrehen, drücken. Das reicht schon und dann dampft das wieder. Nun, ich habe natürlich sehr schnell dann gedacht, ja, auf sowas muss ja ein 510er Verdampfer. Eifelverdampfer hat mir welche mitgeschickt. Ich habe auch andere versucht. Ich benutze ja die 510er sehr gerne. Das sind tolle Verdampfer. Also den Hybrid runter. So, jetzt habe ich hier einen 510er Low Resistance. Mit 1,5 Ohm. Schauen wir mal, was hier kommt. Oha. Ja, da geht was. Das staunt ihr. Diese 510er Low Resistance sind einfach unglaublich gute Verdampfer. Jetzt auch hier, der Geschmack ist so rein, so exzellent. Die Dampfmenge ist enorm und der Flash ist
Perfekt. Da ist nur ein Sechser drin. Unglaublich gut. So, jetzt muss ich wieder fieden. Also auf den Kopf drehen, zurückdrehen. Und das reicht schon wieder. Hört ihr dieses Geräusch? Wenn ihr das hört, also drehen, zurückdrehen, dann ist gefieden. Wow. So, ich habe mir gedacht, kann man das noch toppen? Ja, natürlich, man kann. Und zwar mit einem 306er. Vielleicht kennt ihr die schon. Ich habe ja die Siskos. Das sind unglaublich tolle kleine Verdampfer, die also wirklich von der Performance her unglaublich sind. Der Eifeldampfer.de hat neu jetzt auch eigene 306er mit 1,5 Ohm, hat er mir mitgeschickt. Ich habe die getestet, die sind ebenfalls sehr, sehr gut. Gut, jetzt um den 36er aufzudrehen, muss dieser innere Cone weg. So, 36er drauf. Dann dieser Cone wieder drauf. Und ich habe dann gerne bei den 36ern diese langen Drip-Tips, damit der Dampf nicht zu warm ist. So, der Cone wieder drüber und testen. Ha ja. Das ist einfach unglaublich. Jetzt läuft er leer, also umdrehen, zurückdrehen. Die Fahne kommt und gut ist. Diese 306er, die können natürlich praktisch kein Liquid zwischenspeichern. Also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein mit dem Fieden. Und wirklich macht am Anfang diesen mit dem Zurückdrehen. Ich persönlich, ich fiede jetzt on top direkt. Aber da müsst ihr ein bisschen Erfahrung haben. Aber es ist nicht so ein Ding. Also das Fieden, das habt ihr sehr, sehr schnell draußen, wie das funktioniert. Das muss man jetzt nicht stundenlang üben oder sowas. Das merkt man intuitiv, wie es am besten geht. Und dann fällt das einem sehr leicht. Ja, super, cooles Ding. Ja, das ist der V-Mod XL. Wie gesagt, man muss qualitativ ein paar Abstriche machen, ist klar, gegenüber zum Beispiel einem Rio. Das ist schon klar. Aber für diesen Preis, also das Preis-Leistungs-Verhältnis ist bei dem Gerät wirklich gut. Deshalb kann ich es empfehlen. Wer mal einen Bottom-Feeder möchte, aber nicht so viel Geld für ein Rio ausgeben möchte, der ist mit dem V-Mod XL sicherlich sehr, sehr gut bedient. Ich kann das Gerät wirklich empfehlen. Wenn ihr es bestellt, bestellt euch noch 510er Low Resistance dazu und vielleicht noch ein 306er. Das ist schon unglaublich, habt ihr ja selber gesehen in der Dampfleistung und in der Performance. Ja, das war's von mir von heute. Ich wünsche euch etwas sehr, sehr Schönes und ich grüße euch. Bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss.